Ja, moin moin an alle, schön, dass du da draußen wieder mit dabei bist bei einer weiteren Folge All 2 Shores of Gold. Ich koche etwas, wir wollen etwas kochen. Dafür brauche ich immer noch. Schade. Also Pilze können in den Höhlen gefunden werden. Cooked Beer, Cooked Boar. Venison. Immer nur noch einmal Öl. Wir haben noch zweimal Fleisch. Öl. Pflanzenöl. Was können wir denn noch? Fried. Ach, einen Fisch könnten wir noch. Okay, also. Ich will mal gucken. Wir drücken jetzt mal, wir essen jetzt mal was. Okay, das hat jetzt irgendwie nur Gesundheit aufgefüllt. Wieso? Weshalb? Warum? Hatte ich jetzt nur eine Banane? Aber. Ich dachte, er sammelt das direkt aus dem Lager. Also, er sammelt alle drei Bananen direkt raus. Ich meine, vier Potions. Okay. Ja, das habe ich jetzt. Guck mal hier. Gekochter Bär. Ach so, erhöht Geschwindigkeit und Agilität für 5 Minuten. Ach, dann ist der Bär gar nicht so super. Und erhöht die Stärke 2 Minuten. Zwei um zwei für 5 Minuten. Ach, ich dachte, das gibt mir auch Hunger wieder zurück. Nur die Bananen geben mir. Das ist ja doof. Das ist doof. So, ich will gerne noch mal in die Höhle hier rein. Ich habe jetzt keine andere Höhle gefunden, aber vielleicht habe ich hier die Pilze auch übersehen. Okay, nochmal das hab. Siehste? Da sind die Pilze. Pilze, Pilze. Pilze, Pilze. Ja. Der Bulli rennt da nicht einfach dran vorbei. Nee. Alles geplant. Sind hier noch mehr Pilze? Ja. Noch mehr Pilze. Und noch Flaschen. Gar nicht leer gelootet, der Laden hier. Hier noch mehr Pilze. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Zutaten auf dieser Insel sollten ja zumindest reichen, um Duster as shit, um zumindest die erste Startausrüstung zu machen. Ne? Jetzt fehlt mir ja irgendwie nur noch so ein Morgentau oder. Ach, hier ist auch noch eine. Nee. Auch noch eine Kiste. Nochmal 36 Kupfer. An was bin ich denn hier alles vorbeigerannt? Der Witzka. Hier gibt es ja noch viel, viel mehr. Eigentlich bräuchte ich auch noch Morgentau. Ich weiß nur nicht, wo ich das herkriege. Vielleicht kriege ich das tatsächlich erst auf der nächsten Insel. Pilze habe ich auf jeden Fall alle mitgenommen jetzt. Gut, ich gehe davon aus, hier ist tatsächlich nichts mehr. Weil. Schade. So. Jetzt. Also davon hätte ich genug, aber. Morningtau. Kann ich Morningtau? Morningtau.
brauche noch mehr Labor. Okay, Strong Plant Fiber. Alles klar, ich muss mir leider nochmal was suchen, denn ich könnte mir Klamotten machen. Ach so, ich... Okay, vielleicht kann ich das Leder an der Dings machen. Dafür bräuchte ich jetzt aber nochmal ein paar starke Pflanzen. Die muss es hier ja auch irgendwo geben. Also zwei Sachen kann ich mir bestimmt machen. Den Hut vielleicht noch nicht. Aber alles andere müsste ich mir ja theoretisch machen können. Ich gehe mal schnell gucken, ob ich hier noch dreimal starke Pflanzen finde. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Also eigentlich hatte ich keine starken Pflanzenfasern eingesammelt. Aber vermutlich kriegt man die, wenn man die Baumsetzlinge hier, diese Baumsprösslinge pflückt, kriegt man vielleicht auch starke Pflanzenfasern. Auf jeden Fall fehlen jetzt noch 4 Pilze. Ich bin mir nicht sicher, ob die 4 Pilze noch zu finden sind. Wir hatten ja jetzt eigentlich geguckt. So, es ist unglaublich. Ich habe tatsächlich 4 Pilze übersehen. Also, das hätte ich jetzt irgendwie nicht gedacht. Es ist wirklich alles zusammenzukriegen. So, das heißt, wir haben jetzt dreimal die Dingens, dreimal dieses Faserfärbung. Können wir noch ein bisschen Morning? Ja, das können wir auch noch einmal machen. Dann können wir nämlich noch einmal eine... Was habe ich hier dann noch? Plant Oil. Ach, gucke mal. Wir können noch einmal eine Health Potion. Ich glaube, ich gar nicht so schlecht. Stamina, Plant Oil. Gucken, warte mal, was können wir denn? Cooked Oil. Aha. Das heißt, wir könnten uns theoretisch noch einmal was zu essen kochen. Dafür bräuchte ich... Gucken, Natural Islands. Also vermutlich könnte ich das tatsächlich auch noch, aber... Könnt ihr mir tatsächlich noch... Nee, könnte ich nicht. Gut. Machen wir mal noch ein bisschen davon. Einfach nur zum Kochen. Sehr gut. Also auf jeden Fall 9-mal Leder. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass wir das noch umändern können. Ist ja eine Frechheit. Ach, das gibt doch Futter. Ach so. 78. Ach so. Okay, es gibt doch Futter. 17 Futter. Ah, okay. Jetzt verstehe ich es, glaube ich. Es gibt doch Futter und Gesundheit, aber nicht eine ganze Banane. Also hier ist wie so ein Batteriestand. Alle 20% wird einmal was abgezogen. Ich denke, zwei Sachen haben wir noch. Wir sollten... ich kann leider kein Öl mehr. Man kann überlegen. Aber wir sollten auch so langsam gucken, dass wir diese Insel verlassen. Ich würde vorschlagen, wir schlafen jetzt noch eine Nacht. Wobei meine Gesundheit ist eigentlich super. Sowas wie Müdigkeit... kenne ich ja nicht. So, was haben wir denn hier? Was können wir denn... Ach, da kann ich nur... Schade. Warte mal. Also wir können uns ein normales Raft machen. Das teure Raft können wir leider nicht wegen dem Steinblock. Craft. So, jetzt haben wir auf jeden Fall ein Schiff gecraftet. Habe ich hier noch eine... Ne, ich kann tatsächlich nur ein Schiff craften.
Schade, wofür brauche ich denn das andere? Kann ich das hier vielleicht? Ne, das ist nur das Buch. Kann ich denn mit dem Leder irgendwas anfangen? Useful for making Leder. Ja, kann ich kein Leder machen. Ich kann kein Leder machen. Kriege ich nicht hin. So, und Leinen habe ich leider auch. Doch, den Hut könnte ich nur. Den T-Shirt. Okay, also Leinen kann ich auch nicht machen. Cooking Station. Ach so, warte mal, was bräuchte ich denn dafür? Dafür ist Weaving Station. Ach so, eine Webstation oder sowas. Renne ich jetzt eigentlich gerade nackt rum? Offensichtlich renne ich nackt rum. So, Gesundheit voll, Stamina voll, Stärke, Konstitution, so Skills. Oh. Okay, das ist natürlich geil. Guck mal hier. Kräuterism habe ich schon Stufe 10, Stufe 1 Mining und Stufe 1 Cooking. Also Bergbau. Das ist natürlich cool. Ja, okay. Gut, dann würde ich sagen, schlafen wir eine Runde, frühstücken ein bisschen und dann geht das los. So, wie viel habe ich denn jetzt hier verloren? 71. Also habe ich 7 verloren. Das heißt, mir fehlen 30. Ach, siehst du, ich könnte das auch so essen. Ah ja, komm. Essen. Wunderbar. Ja, 12. Ist okay. So, Schiffe. Place. Ach, das ist ja geil, dass das auch automatisch geplaced wird. Ja, ich würde sagen. So, place your raft from a and find the cartographer at the coordinate using the map you found on the table. Nee, using the map. Aber kann ich die Map erst auf dem Boot finden? Aha. So, segeln. Turn. Okay, Inventar. Map. Waypoint. Das ist ja super. Und wo bin ich? Lol. Wie mache ich das jetzt? Also jetzt will ich den. Okay, also ich bin. Ah ja. Okay, ich muss also. Nach East. Irgendwie nach Osten. Aber wo ist Osten? Ach so, dafür brauche ich ja den Kompass, ne? Wo haben wir denn den Kompass? East ist da. Erzähl mir jetzt nicht, dass das die Insel da drüben ist. Schiffe können im Shift-Tab deines Inventars gefunden werden und mit ihnen interagieren und platziert werden. Da ist keine Sorge, muss dir keine Sorgen machen. Achso, interagiere mit dem Schiff wieder, um es einzusammeln. Wenn du ein Schiff erhalten hast, ist es für immer available, also anwählbar und kann nicht verschwinden. It whenever you wish. So, und kann auftauchen. Oh, oh, oh. Hallo, hallo, aber. Ah!
Oh, das ist ja cool gemacht. Also segeln wir jetzt erstmal darüber zur Insel, oder wie sehe ich das? Generating Island. Das ist ja geil gemacht. Offensichtlich habe ich auch immer Rückenwind. Yay! Hübsch. Ach, da ist auch eine Insel. Warte mal, ist das die Insel? Kompass. Muss eigentlich. Ah. Eigentlich muss ich nach Null erstmal. Wo auch immer Null ist. Norden? Muss eigentlich nach da? Macht es nicht Sinn, sich vielleicht erst die nächste Insel anzugucken? Ich würde mir ja gern die Insel da einfach angucken. Weißt du was? Ich mach das jetzt einfach. Ich guck mir jetzt einfach diese Insel da an. Ist mir völlig egal. Obwohl ich natürlich noch gar keine Rüstung habe. Oha, Leck des Todes. Ich sehe ein Reh. Ich sehe ein Reh. Aber ich brauche eigentlich ja erstmal auch. Ja, wir gucken uns die Insel später mal an. Ich muss leider. Ich brauche so eine komische Kraftstation für meinen Tisch. Wir müssen an der Insel vorbei. Obwohl die echt verlockend aussieht. Wir gehen da doch an Land. Ei, ei, Captain! Captain Morgenstern! So, kann ich das jetzt? Jetzt bin ich natürlich neugierig. Nicht, dass das. Inventory, Schiffe. Ach so. Ach, das bleibt forever da. Das ist natürlich gut. Ja. Nehmt's mir nicht übel, dass wir jetzt nicht so weit gekommen sind. Aber ich bin natürlich neugierig, was uns hier auf den Inseln erwartet. Fleisch haben wir genug. Was wir bräuchten, wären eigentlich Kräuter. Schön lecker alles einsammeln. Gibt es hier vielleicht auch so eine einsame. Ach, gucke mal, das sieht doch aus wie eine Höhle. Das sieht doch aus wie eine einsame Höhle. Ob es hier schon Leute gibt? Also ich habe ja gelesen, es gibt schon. Oh ja. Okay. Können wir den töten und ihm sein Equipment nehmen? Ist der freundlich? Nee, ne? Kann ich mir nicht vorstellen. Sea Stranded Quarters. Ach, das sind sogar zwei. Shit. Never mind, boy. Das ging ja easy. Was? Du hast gar nichts? Pleite Geier. Kriege ich meine Pfeile wieder? Nein? Oha. Oha. Noch mehr Woodlock?
Oha, wie viele sind hier? Oh Gott, direkt die Action. Wie viele Pfeile habe ich denn überhaupt noch? Wie viele Pfeile habe ich denn überhaupt noch? Drei. Ah. Okay, Potion, 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 Potion. Warte, warte, zwei. Zwei. Ach, in 4 Sekunden erst. In einer. So. Eine Banane. Sehr schön. Und nichts. Sind alles pleite Geier. Aber mit dem Kämpfen, ganz geil. Sehr geil. Rennt hier noch irgendjemand rum? Das waren jetzt drei Boys. Drei Boys, da ist noch einer. Die Pfeile zwirbeln gut rein. Okay, never mind. Uah! Copper und ein Fishing Hook. Nice. Würde sagen, looten. Der Loot ist. Was sind hier für Pleitegeier? Und Seilflaschen. Sehr schön, sehr schön. Ohne Axt. Easy, easy. Mit Bulli legt sich keiner an. Flint und noch mehr Bowl. So, was haben wir denn hier so Schönes? Käse, Bananen, Flaschen, Gold, noch ein Kompass, den können wir vielleicht verkaufen. Was ist das hier? Eine Karte. Hatten die ein Schiff? Hatten die ein Schiff? Also, 9 Kupfer, eine Kandel, also Kerze. Okay. Da ist nichts drin. Ah! Können uns noch einen Heal Potion machen. Workbench! Okay. Eine Laterne, eine Potion. Nein, können wir nicht. Fishing Pole, wir könnten uns eine Angel machen. Pfeile könnten wir uns machen. Das mit den Pfeilen war gerade richtig nice. Okay, eine Workbench. Was können wir uns noch? Wollen wir uns eine Angel machen? Ach so, können wir gar nicht mehr. Pflanzenfaser, na gut. Eine Laterne. Glaube, eine Laterne wäre gar nicht schlecht. Ein Sextant haben wir schon. Ich brauche noch ein paar Plants, aber das ist ja kein Problem. Was nehmen kann ich mir da nicht, ne? Ne, schade. So, da ist noch eine Höhle. Hier ist. Zweimal Kompass, das natürlich. Können wir das auch schon? Nein. Requires. Oh, Stufe 20. Alles klar, dann weiß ich Bescheid. So. Da war nix. Hier waren noch ein paar Flaschen. Nice. Noch ein Degen. Oh, Eisen. Eisen. Wurm. Die Insel hat sich jetzt schon gelohnt. Was ist das? Stein, einfach so. Gold. Kupfer. Brauner. Ein Draught of Vitality Rezept. Ein Health Potion. Ein Morning Dew. Ja, lecker. I take that, boys. Das hat sich richtig gelohnt.
Nochmal Morning Dew. Euer Lager gehört mir. Und noch ein Angelhaken. Habe ich denn die Laterne jetzt? So, warte mal. Pirates Cutlass. Primärattacke 1 bis 4. Sekundärattacke 5 bis 10. Parier Block Percentage. Damage. Plus 2 Agility. Dexterity. Ja, das ist Ausdauer, ne? Wo kann ich denn das mit dem Slot wieder aufheben? Ah, da ist jetzt die Lampe. Also, an sich scheint es weniger Schaden gemacht zu haben. Aber dafür kriege ich plus 2 Ausdauer. Ne? Kann ich das auch abwählen? Warte mal, da war die Axt. Ne, kann ich nicht abwählen. Also, So. Habe ich jetzt schon eine bessere Waffe? Ist das jetzt schon eine bessere Waffe oder nicht? Also Moment, wo haben wir das denn? Da haben wir einmal das Cutlass. Das hat primär 1 bis 6. Und das Piraten hat leider nur 1 bis 4. Schaden 3 bis 12 und 5 bis 10. Kostet 12 Stamina. So ein Parry Window 3. 3, aber Block Percentage 30% und hier sind es 50. Damage Block per Stamina, okay. Und hier gibt es noch Ausdauer. Also weniger Schaden, aber mehr Stats. Ich glaube, ich behalte doch mein Starter-Schwert. Wäre cool, wenn ich das irgendwie verkaufen könnte. Ah, gucke mal hier. Da haben wir... Nein. So. Das war alles leer, ne? Mal, hier sind noch ein paar Flaschen. Was können wir denn jetzt noch kochen? Guck mal, einmal Öl. Das heißt, wir können jetzt hier noch einmal das kochen. Das bedeutet, wir könnten auf jeden Fall noch mal etwas essen. Gibt auf jeden Fall ein bisschen Gesundheit wieder. 20 von 35. Naja, ist okay. Wir haben auch noch ein paar Health Potions. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt auch einmal noch hier in die Höhle rein. Geil. Da würde ich mich aber gerne mit dem Schwert ausrüsten. Noch ein Cutlass. Noch ein Kompass. Da ist ja noch so ein Typ. Ach du Heilige. Okay, schade. Warte mal denn. So. Dann sollte ich auf jeden Fall gucken, dass ich den Typen platt mache, oder? Eins. Zwei. Zwei Leute. Okay, das versuchen wir direkt erstmal mit dem Bogen. Find die Range auch krass. Prison Guard. Du mich, ey, Junge. Aber Prison Guard, bedeutet das, hier sind Gefangene? Oder sind hier noch mehr? Da sind ja noch mehr.
Okay, ich bekomme so langsam ein Gefühl. Drei, da ist noch einer. Ah, Level 2, Rogue's Rum. Yummy. Ist hier noch einer? Nein. Boah, der Loot, Boys, der Loot. Alles meins. Easy, also kämpfen ist nicht so ultra schwierig. Noch mehr Kupfer. So, hier könnte ich ruhen. Was haben wir da? Receive Parchment, was auch immer das ist. Pirate Captain's Key required. Okay, gibt es hier noch irgendwo einen Pirate Captain? Oh Gott. Sind hier noch mehr Leute? Bin ich hier voll auf der Pirateninsel gelandet? So, das war jetzt offensichtlich nur. Oder ist der woanders? War der vielleicht vorne oder hatten wir den draußen schon kaputt gemacht? Ich höre ja irgendwie noch jemanden pfeifen. Da ist auf jeden Fall noch einer. Zwei sogar. Immer noch jemanden pfeifen. Jetzt sehe ich aber auch gerade gar nichts. Die haben alle nichts dabei. Was sind das denn für Pleitegeier? Ist noch irgendwo der Captain? Oh, Captain, mein Captain! Da ist der Captain. Nein, auch nur ein Guard. Okay. Er hat auch nichts dabei. Was sind denn das für Kleidegeiers? Nochmal ein Fischhaken. Flasche. History of Pirates. Historische irgendwas. Pirates. Okay, irgendwas über Pirates. Ganz toll. Wooden Bowl, das. Eine Axt. Käse. Was haben wir hier? Noch ein Parchment. Irgendein Plan? Moment. Pirates Käse. Lecker. Lecker, sage ich da nur. Ich bedanke mich. Oh, hier ist eine Schatztruhe. Was haben wir da drin? Eine Kupferaxt. Ist die sogar besser als meine? Nee. So, ich brauche auf jeden Fall noch eine Potion. So. Greift denn hier noch irgendjemand? Sieht mir aus wie das Hauptlager. Hier pfeift doch noch jemand. Der Captain. Okay, der hat ein bisschen mehr Life. Okay, der hat wirklich ein bisschen. Okay, Kiten for the win. Kiten for the win. Und der Captain's Key. Yeah, das war der Captain. Ich gehe davon aus, jetzt haben wir sie aber alle. Oha, das hat aber ganz schön Gesundheitspotions gekostet. Also, das sollten wir nicht allzu häufig machen, oder? Oder hoffen. Da, Health Potion. Sehr schön. Wir können bestimmt gleich ein bisschen was Leckeres kochen. Ich sehe schon, dass wir gleich direkt ein bisschen was Leckeres kochen, um uns wieder auf Vordermann zu bringen. Kupfer. Kupfer. Hier ist nichts weiter.
Loot, 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 Loot. Nochmal. Fiber, sehr gut. Eine Axt. Ich weiß nicht, ob ich die gleich verkaufen kann. Ich hoffe, ich kann sie verkaufen. Fünfmal Kupfer. Nice, das lohnt sich ja richtig, so eine Insel platt zu machen. Nur Pilze habe ich jetzt hier noch keine gesehen, ne? Back, Barrel, Barrel. Okay. Sehr gut. Der Captain der Geschichte. Ich leg mich mit euch allen an. Ich hab keine Chance. Oh mein Gott, die Folge ist schon wieder ultra lang. Die Folge ist schon wieder viel zu lang. Ja, aber ich würde sagen, wir haben ja jetzt auch alle kaputt. Jetzt holen wir uns noch das, was in der schönen Truhe drin war. Wie viel? 37 von 200. Also ich muss sagen, vom Equipment-Level her ist offensichtlich mega easy. Da gibt es gar keine Schwierigkeiten. Jetzt gibt es noch die dicke Truhe. Item. Many items such as Armor und Wappen haben ein Talent, das du customisieren kannst. Untersuche das Item um das Talent-Tree. Talents und Items, ja, gedroppt. Achso, die sind zufällig. Suchst du für ein spezifisches Talent auf einem Item? Du kannst es für mehrere Male craften, um zu sehen, was die beste Kombination ist. Ja, super. Emerald. Eine Artisans-Axt. Ach so, warte mal denn. Ein Emerald Strong Health Potion. Das war lecker. Denn hier mit dem Buch? Passiert da irgendwas? Nee. Da auch nichts. Das ist leer. So, hier hinten haben wir dann, glaube ich, alles rausgesucht. Die hatten alle nichts mehr. So, dann gehen wir nochmal zurück, looten da alles. Noch mehr Potions. Ja, auch ein Skelett. Nein, Rest. Ein Skelett da. Kerze. Geil. Ein Degen. Okay, beim Degen muss ich offensichtlich gleich mal gucken. Die haben ja, so wie ich das jetzt verstanden habe, zufällige Stats. Eine Banane. Und diese zufälligen Stats scheinen. Komme ich da nicht rein? Doch. Nicht, dass ich jetzt hier eingesperrt werde. Und diese zufälligen Stats bedeuten ja dann im Umkehrschluss, dass hier jedes Schwert andere Werte haben kann. Okay, dann werde ich gleich mal gucken, ob ich eine leere Flasche. Da kann ich mich ausruhen. Eisen, Kupfer und ein Seestern. Flasche, Flasche, Flasche. Also Flaschen scheinen hier richtig häufig benutzt, gebraucht zu werden. So, das machen wir jetzt auch nochmal eben. Eisen, da, 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 da. Hier sind Gefangene gewesen. Kann ich das mitnehmen? Nein. Nein. Was hat er? Ein menschlicher Knochen? Noch so eine Charley? Hier könnte ich schlafen. Kuschelig. Hier ist nochmal Kupfer. Sehr nice, sehr nice. Hier ist nix. Also, muss sagen, das lohnt sich. Das lohnt sich. Hier ist auch noch einer. Knochen. Da ist natürlich nix. Ein Seil. Oh, Fiber. Oil. Noch mehr Flaschen. Mein Gott, so viele leere Flaschen hier. Die Höhle war voll mit Flaschen. Das war alles geöffnet. So, das war bestimmt auch geöffnet. Genau. Das war auch geöffnet. Der war geöffnet.
Pilze. Glaub's ja nicht. Nochmal eine. Ah, also wir können uns auch wieder ein paar Sachen machen. So, hier ist doch bestimmt der ganze Spaß. Ein Hut! Ich tick aus! Ein Hut! Mit plus 1 Dexterity und Damage mit Äxten. Okay. Darf ich mein Schwert jetzt nicht mehr benutzen, oder? Oha! Krass! Ja. Okay. Ich bin... Was ist das überhaupt? Parchment. Was ist das? Was sagt mir das? Equipment, Inventar. Alter, wie viele Waffen. Kann ich das irgendwie sortieren? Ein Silberling. Ein Silberling. Boys. So, das. 1 bis 4, 1 bis 4. Das ist offensichtlich alles dasselbe. Plus 2 Dexterity. 1 bis 4. Inspect to select. Das verstehe ich jetzt nicht. Ein Talent verbleibt. Inspect to select item talents. Okay. 1 bis 4. Nicht mal der Captain hatte ein gutes Schwert dabei. Wir haben alle Äxte gehabt. 2 bis 5. 2 bis 5. 2 bis 5. 1 bis 4. Nur die hat irgendwie Talente. 2 Dex, 2 Dex, 2 Dexterity. Wir haben alle das gleiche. Alter, wie viele Kompasse ich hab. Eine Stärke. Einmal Dexterity. Aber wie soll ich das inspizieren? Das heißt inspizieren. Ein Talent könnte da noch drauf kommen. Verstehe ich jetzt irgendwie nicht so ganz. Ich würde es gern sortieren wollen, aber okay. So, wir müssen erstmal eine Banane essen mit ein bisschen Gesundheit. So, plus 20 Gesundheit. Okay, das sollte ich mir gut einteilen. Rogues Room 7. Aha, aha. Hold and act G to consume. Käse. 2 Food und 2 Gesundheit. Okay, man kann da bestimmt irgendwas mitmachen. So. Dort of Vitality. So, aber Known Recipe. So, was ist jetzt Dort of Vitality? Wow. Ah, und plus 35 Gesundheit. Oh mein Gott, das ist ja geil. Was brauche ich denn dafür? Bloodwein und 3 Toadstool Mushrooms. Ich brauche noch einen White Trüffel. Okay. Okay, ich wusste gar nicht, dass ich das alles schon hab. Fine Clothes. Mein Gott, das hat sogar verschiedene Sachen. Oh mein Gott. Was ich schon alles kann, ey. Können noch ein paar Health Potions machen, das ist gut.
Eisenverstärktes Leder. Leder. Ach, guck mal hier. Leder könnte ich gleich machen. Lumber. Mein Gott, was ich alles schon kann. What the heck? Runenkleidung. Episch. Okay, was das Spiel alles noch parat hält. Das ist ja krass. Seide? Hey, der Witzka. Mein Gott. So, das war's. Alter, okay. Ich habe jetzt nur noch nicht so ganz verstanden, was diese. Hier, da. Parchment. Was ist das? A piece of parchment. Eine Bekanntgabe? Ich muss das gleich mal googeln, sorry. Ich muss das gleich mal googeln. Blind. Hier mal Kupfer. Da ist nix. Nix, nix. Pfeiler, sehr schön. Pfeile nehme ich immer sehr gerne. Pfeile finde ich sehr mighty. Pfeile, oh, Pilze. Immer rein mit den Pilzen. Oh, das ist eine extra lange Folge. Aber wir looten jetzt hier schnell noch zu Ende. Evens Journey, ja, ganz schön, ganz toll. Oh. Immun. Dafür brauche ich Mining Level 10. Das ist natürlich nicht so gut. Da ist nichts mehr drin. Der hat auch nichts. Kleine Totenkopfschädel, niedlich. So, hier. Das können wir noch machen. Kupfer. Ja, ich würde sagen. Ich würde sagen, wir haben die Höhle leer. Ja, die Folge ist auch schon ultra lang. Oh mein Gott, ist die lang. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Lasst ein bisschen Support da, wenn euch das auch gefällt. Tschüss!